Herzlich willkommen zu unserem neuen Video von Kirchenschicht. Wir bauen heute Lebkuchenhäuser und da habe ich eine Frage an euch. Habt ihr denn schon mal ein Lebkuchenhaus gebaut? Also ich habe letztes Jahr schon mal eins gebaut, aber bin ziemlich kläglich gescheitert. Von daher gibt es heute einen neuen Versuch. Ja, ich habe auch letztes Jahr eins gebaut, aber so ein tolles fertiges Haus vom DM. Hat gut geklappt. Ich habe aber auch das ganze Haus mit Zuckerguss beschmiert. Ja, ich habe tatsächlich noch nie eins gebaut, also ich bin gespannt, wie das heute wird. Ich habe auch noch nie eins gebaut. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ja. Yeah. Oder? Ja. Okay, also. Ist unsere Taktik erst zusammenkleben oder erst draufkleben? Ich würde erst draufkleben. Mhm. Okay. Okay. Genau, ja. Also das sind die Fenster. Ja. Ich habe eine Frage an euch. Was denkt ihr, um wie viel Prozent der Alkoholkonsum an Weihnachten steigt, beispielsweise durch Glühwein? Boah, ich glaube ordentlich. Ich hätte jetzt schon gesagt, so um 25%. Ja, so ein Dreh. Was schätzt du? Ich denke auch so zwischen 20% und 30%. Ja, weiß nicht. 27 oder so? Ich wäre sogar auf 30 bis 40 gegangen. Es sind tatsächlich 36%. Tragt ihr auch dazu bei? Da oben steht Glühwein. Ja. Aber ich finde trotzdem auch allgemein, es wird einfach viel mehr beim Vorglühen so getrunken in der Weihnachtszeit. Oder Kinderpunsch mit Schuss, finde ich auch. Ja, allein durch die ganzen Weihnachtsfeier trinke ich einfach. Ja, da gibt es ja immer. Durchaus öfter. Was ist denn euer Lieblingsweihnachtsfilm und warum? Also bei uns ist es Tradition, dass wir jedes Jahr den Griswold-Weihnachtsfilm anschauen. Ich glaube, der ist Schöne Bescherung und der ist einfach so schön chaotisch. Der gehört für mich einfach zu Weihnachten dazu. Bei mir ist es eindeutig Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ich weiß nicht, ich gucke das schon seit ich keine Ahnung wie alt bin und das ist einfach so ein Stückchen Kindheit immer. Das gehört immer dazu. Das ist auch der Lieblingsfilm von meiner Mutter. Den gucke ich den auch echt gerne, aber ich glaube, so mein Lieblingsfilm ist tatsächlich der Grinch. Ich weiß nicht warum, ich mag den richtig gerne. Ich glaube, bei mir ist Lieber Laura tatsächlich. Wie ist der? Schöne Bescherung oder so. Ja, ich glaube, den mag ich auch am liebsten. Ich finde den einfach so lustig. Hauptsache, ich habe keine Tür in meinem Haus hier eingebaut. Zu Weihnachten und fürs neue Jahr. Ich habe euch alle ganz lieb und ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen ganz tollen Start ins neue Jahr und ganz viel Gesundheit, Glück, Freundschaft, Liebe, alles was ihr euch wünscht soll in Erfüllung gehen und ja.
top das. Ja, also ich muss sagen, ich würde sagen, Marie hat gerade wirklich alles gesagt. Auch von mir frohe Weihnachten, guter Rutsch und ich wünsche euch, dass eure Vorsätze in Erfüllung gehen. Ja, ich kann mich da auch nur den beiden anschließen. Also ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest mit euren Liebsten und ein erfolgreiches neues Jahr. Ja, auch von mir natürlich frohe Weihnachten, schöne Feiertage, einen guten Start ins neue Jahr und ich kann mich dem Rest nur anschließen. Ich hoffe, dass alle eure Vorsätze gelingen und ihr ein ganz, ganz tolles neues Jahr habt.